herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Bausimulator. Mein Name ist Stefan, ich heiße euch recht herzlich willkommen hier bei diesem Lärmschutzprojekt. Und nicht nur ich, sondern auch der liebe Simon sind wieder aktiv hier im Livestream, Schrägstich in den Folgen, die ihr auf YouTube sehen werdet in den nächsten Tagen. Hallo Simon. Hi Stefan, ja, ich muss jetzt hier gerade aktuell ein bisschen warten, aber ihr habt meine Kamera so gestellt, dass ihr zumindest Stefan mal ein bisschen was arbeiten seht. Ja, weil ich nicht an die Wände rankomme aus meiner Position. Aber irgendwie, Stefan macht gerade gar nichts mehr. Er spricht auch nicht mehr mit mir. Ist Gott nicht mehr da. Hallo Simon, bist du da? Ich glaube, sein Internet ist jetzt gerade wieder abgeschmiert. Nein, nein, das war mein Discord. Aha, dein Discord. Ja, auf einmal war er nicht mehr da. Ja, das sah gerade so aus, weil du auf einmal stehen geblieben bist, nichts mehr gemacht hast. Ja, aber dann wärst du ja ausgeflogen, ne? Ja, aber nicht, das ist immer zeitversetzt. Okay, ja. Auf jeden Fall, du warst auf einmal weg. Hallo Simon nochmal. Ja, hi Stefan. Ja, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was gebabbelt. Dass ich hier eben warte, weil ich nicht rankomme an die Lärmschutzwände. Und ich aber meine Kamera so hingedreht habe, dass eben meine Zuschauer dich mal was arbeiten sehen können. So, die nächste Reihe noch. Oh, da könnte ich jetzt theoretisch wieder rankommen. Ja, das sollte eigentlich gehen. Wenn es geht von der Höhe, ich bin ja auch beschränkt. Ja. Ja, wenn du beschenkt bist, kann ich ja nichts dafür. So. Na, no, jetzt fahren wir hier zurück. Wunderbar. So. Dem da ganz außen, ne? Ja, bitte. So, dann nehme ich hier den dritten. Nämlich, dann kannst du nämlich die eine Lücke nehmen und ich nehme die andere. Ja. So. So, fertig. Noch nicht ganz. Wahrscheinlich muss ich eher runter von der Baustelle, deswegen baue ich schon mal ab. Baustelle räumen, ja. Ich bin noch unten von der Baustelle. Nee, bist du nicht. Aber jetzt. Nee. Jetzt. So. Sprich du mal hier mit der Bürgermeisterin. Wo ist der? Ach, da. Ich lade hier mal noch den Kleinen hier auf.
so. Man sieht, dass du und dein Team vom Fach seid. Denn alle scheinen sehr zufrieden mit eurer Arbeit zu sein. Ich hätte mich da schon viel früher drum kümmern sollen. Aber es ist manchmal schwierig zu erkennen, wem man zuerst helfen soll. Es ist schon witzig, dass man mit der Verlegung einer Glasfaserleitung die Herzen der Menschen höher schlagen lässt. Es zeigt aber einmal mehr, wie wichtig eine gute und flächendeckende Infrastruktur ist. Sehr schön. Oha. So, du tust den kleinen Bagger aufladen wahrscheinlich. Ja. Aber zack, stehen da die Bäume, ne? Das ist echt Wahnsinn. So. Und auch die Leitplanke. Mhm. Welche Firma hat das gemacht? Ich weiß nicht. Welche Drecksarbeit haben sie uns machen lassen? Aber bei so Bäumen, da verdienen sie richtig Kohle. Ja, da sind komplette Parkanlage entstanden. Ja. Mit dem obligatorischen Spielplatz natürlich auch. So. Was ich jetzt allerdings hab, bevor wir Kampagne weitermachen, es gibt ja auch Straßen, die man noch machen sollte. Echt? Weißt du, damit, ja, damit man da ein bisschen. Da habe ich eins gesehen, das ist relativ lukrativ. Wo ist es denn jetzt? Hä? Ist nicht mehr drin? Willst du mal noch den anderen Bagger holen hier? Ach so, ja. Ich hab gerade nach dem Geld geguckt. Ich glaube, wir müssten theoretisch beide drauf kriegen. Theoretisch ja. Theopraktisch weiß ich nicht. Muss ich erstmal mit dem Bagger irgendwo rauskommen hier. Wo ist das Problem? Einfach drüber fahren. Verkehrsstraße, Silo, Industriegebiet, Parkplatz, Transport, Einfamilienhaus. Transport, Gartenanlage. Wohl ein Haus wäre schon cool irgendwie jetzt mal wieder. Such dir was aus, such dir einen Job aus, den wir machen könnten. Oder sollen wir Kampagne machen? Ja gut, die eine Kampagne. Ich glaube, den Backer rückwärts drauf, oder? Ja, am besten. Die eine Kampagne haben wir ja eh fertig. Mhm. Machen wir mal das da. Halt. Und das da. Meinst du, es klappt jetzt hier so, wie es drauf steht? Ja, muss ich probieren. Muss man, glaube ich, erst festspannen, oder? Ja. Warte mal, ich guck mal, ob ich das über einen LKW machen kann. Fahrzeug kann nicht befestigt werden. Keine passende Position. So, ich fahre mal ein bisschen vor. Vielleicht liegt es auch daran. Okay, wieso fährt er jetzt nicht vor? Jetzt? Kannst du jetzt was machen? Nee. Nein. Nein. Wenn du losfährst, dann passiert wahrscheinlich nichts. Ah, okay, du hast
gezaubert. Du hast sie eingelagert. Ja. Soll ich mit dem Großen drauf fahren? Nee. jetzt ist die Frage. Welchen Job? Wo muss man denn hin? Sollen wir zuerst machen? Ach, du hast zwei angenommen? Ja. Du hast Bahnhofsanbau? Und welche war es noch? Genau, und dann Haus. Und Haus ist da ganz oben, Einfamilienhaus. Sollen wir Einfamilienhaus machen? Ja. Musst du ja noch irgendwie umstellen. Okay. Warte mal. Ich hab umgestellt. Ich fahr jetzt erstmal hin. Oh nee, wo ist das? Ist das hier oben? Ja. So. So. Ich follow you. Okay, ich kann nicht die Innenansicht gehen, weil da buggt ein bisschen von der Kamera her. Was denn? Tut's buggen? Ja. Da springt sie immer hin und her von der Kamera her. So. Also ein kleines Einfamilienhäuschen bauen mal so zwischendurch. Oh. Ich glaube, da stand ein Auto im Weg. Nee, Baustelle. Hier. Den Weg hier runter. Ich hoffe, das ist der Weg. Hey, ich hoffe, der Unterstand von Farming Simulator. Ja, okay. So. So kann man auch fahren. Ich bin natürlich nicht ganz so schnell wie du. Aber die Strecke hätte ich gerne gebaut. Das kommt wahrscheinlich in der Kampagne dann, oder? Ja, ich glaube Verkehrswege. Aber gut, so sind wir jetzt ein bisschen Slalom gefahren. Ja. Aber kürzer als andersrum. Hey, muss das wirklich so einen komischen Schlenker da reinfahren? Ja. Komm, ich nehme die Abkürzung direkt hier von der Brücke runter. Wenn die Leitplanke nicht wäre, würde ich es machen. Nach Felsbach. Nach Felsbrunn. Da steht Felsbach. Ja. Ui. Ist aber Felsbrunn. Ja, der Hammergeil Baustoffhandel, ne? Das ist natürlich auch ein Meganame. Was die wohl verkaufen? Das ist doch unsere erste Firma irgendwo hier, ne? Ja. Okay, der hat echt wenig PS. Ja, der muss er nur heben können. Dann musst du ihn heben. Das sehe ich gerade, mein Punktestand 28.079 und bei 28.200 bin ich im Level 13.
Ich bin im Level 10. Oh Gott, das ist ein Zickzack hier, du. Ja. So. Okay. Also er nimmt nicht so leicht die Kurven. Warum soll er leicht die Kurven nehmen? Ja, weil ich lenke, aber er fährt irgendwie doch nicht so geschmeidig drumherum. So. Oh, ich bin ja schon dabei, hier im Bereich zu räumen, aber du guckst mal kurz auf den Dacho. Okay. Dann sage ich mal 3, 2, 1.